Spitzensportler stellen sich immer wieder einmal in den Dienst einer guten Sache, zum Beispiel Sportler als Paten für SOS Kinderdorf Kinder. Weltklasse-Kombinierer Christoph Bieler, Skiass Florian Scheiber oder Snowboard-Weltcup-Siegerin Doris Günther haben zum Beispiel im vergangenen Herbst eine Patenschaft für das SOS Kinderdorf Imst übernommen. Seither sind die Spitzensportler dort immer wieder mal zu Gast und sie sorgen für leuchtende Kinderaugen. Es macht unheimlich viel Spaß. Also, es gibt einem selber auch einfach wieder eine Freude, wenn man sieht, was die Kinder einfach für Begeisterung haben. Ein Lächeln in die Augen von den Kindern zu sehen, ist einfach was Einzigartiges. Und ich glaube auch ein riesen Anteil an der Geschichte, was wir eigentlich uns wünschen und was wir uns erhoffen an dem Projekt, an der Partnerschaft, die wir mit Nessa als Kinderdorf haben. Das ist unglaublich, die Strahlen, wenn man die Augen sieht, Strahlen in den Augen, ist einfach, da geht einfach das Herz auf und mir taugt das extrem. Weil die schauen auf zu dir und es bringt wirklich was, dass wir da sind. Und ich hoffe, dass sie wirklich was mitnehmen können für die schwere Zeit, vielleicht was sie noch haben werden im Leben. Mir gefällt es eigentlich gut. Mir macht viel Spaß, wenn sie da sind, also ist fein. Sie sind ja öfter da, habt ihr da schon eine richtige Beziehung zu ihnen aufgebaut? Ja, wir waren schon lange laufen mit Christoph, Rollerskaten und jetzt eben da. Und bei der nordischen Kombination zuschauen. Als Sportler kümmert man sich doch die meiste Zeit im Jahr nur um sich, schaut, dass man selber weiterkommt. Und das ist einfach mal eine super Beschäftigung, wo, glaube ich, beide profitieren können, die Kinder und wir Sportler sowieso auch, weil wir neue Erfahrungen machen und sehr viel lernen und hoffentlich auch einiges an die Kinder weitergeben können. Und die Hauptsache ist, dass wir ziemlich eine Gaudi haben.